Hallo, ich bin Bea von Tollerbox und ich packe jetzt aus. Hier ist unsere neue Novembergeschichte zum Thema Farbe und Fantasie. Und erzählt wird die Geschichte eines kleinen Jungen, der immer gehänselt wird, weil er immer überall Wesen und witzige Kreaturen sieht. Und die anderen verstehen das nicht. Und plötzlich sieht er auch nochmal die Tollers. Bei dem ersten Spiel geht es um Farbexperimente. Was hier passieren wird, um buntes Wasser zu erhalten, ist, dass wir Stücke von unserem Papier nehmen, sie da reinpacken und dann ganz einfach Wasser dazu tun und schon haben wir grünes Wasser. Die Farbstation funktioniert auf einem ganz einfachen chemischen Prinzip. Es werden mit Buntstiften auf Filtertüten einfach Farbkleckse gemalt und wenn das Ganze ins Wasser gesteckt wird, entstehen erstmal ganz wunderschöne Blüten, aber die Kinder erfahren auch, wie so ein Kapillareffekt funktioniert. Also wie Wasser Farben auseinandernimmt und sie in den einzelnen Bestandteilen auseinandertreibt. Das Entdeckerspiel Die Druckwerkstatt bringt mit sich eine kleine weiße Drucktüte, die nicht mehr lange weiß bleibt, und alle Materialien, um darauf mit Textilmalfarben zu stempeln. Sie kriegen auch ein kleines Wachstuch, damit nicht alles im Tolawabohu-Faktor untergeht. Und das Allerwichtigste dabei ist, dass die Kinder dabei lernen, sich selbst ein Stempelkissen zu bauen mit ganz banalen Gegenständen, wie ein Pfeifenputzer oder Knöpfe. Und dabei lernen sie, wie das Prinzip des Druckens funktioniert. Und das ist mein Lieblingsspiel, absolut kreativ, aus einem einfachen Schnuffeltuch und mit einigen Haargummis kann man dabei 1000 Kuscheltiere bauen. Kinder lieben Tiere, Kinder lieben Kuscheltiere und hier kann man nach einem einfachen Prinzip einfach 1000 Tiere entstehen lassen. Das macht Kindern Spaß, das macht den Müttern Spaß und das macht auch allen Viewern unseres YouTube-Videos Spaß.